Herzlich willkommen bei Gameplay Deluxe. Hier ist wieder euer Zocker Andy. Wir spielen heute wieder Royal Heroes. Und es geht langsam in den Endspurt. Wir werden hier nur ein bisschen was machen und dann schauen wir, wie weit wir hier kommen. Das haben wir ja, glaube ich, nicht mehr geschafft. Schauen wir, ob wir es heute hinbekommen. Oh, Kacke. Kacke! Ja, das Problem sind die Bogenschützen, wie immer. Das heißt, wir werden die auch gleich hier einmal ein bisschen festnageln. So, unsere Bogenschützen sind schon vorne und geben Gas. Wir werden oben einmal heilen. Der Baum oder die Bäume sind das Problem hier hauptsächlich. Darum haben wir das auch nicht geschafft, wie ihr seht. Der brennt, ja, das ist schön. Aber hilft mir leider zu wenig. Also vier Bäume sind, glaube ich, nicht mehr machbar, so wie das aussieht. Das ist auch das Problem. Die Bogenschützen da hinten, die kommen jetzt vor und schießen uns alle ab. Wir haben nicht mal einen Baum weg. Also derzeit nicht machbar. Das ist ja mal für einen Arsch hier. Das fängt ja super an. Unmöglich. Unmöglich, Leute. Unmöglich. Jetzt können wir wieder farmen wie die größten Trottel. Aber wir kriegen heute wieder so ein Zeug hier ein bisschen. Das können wir uns krallen. Na, gib her. So, du auch. So ein bisschen ein Zeug hier farmen. Hopp, ein paar Gegenstände. So was wirklich Nützliches ist eh nicht dabei. So, das kann man aufwerten. Zwei Feuerrunden. Oh, ich habe nur eine. Was brauchen wir hier? Zwei Wasserrunden. Oh, ich habe nur eine. Ich habe überall nur eine. Nur das, was ich nicht brauche, habe ich drei. Das ist ja geil, ne Leute? Ja, was können wir noch machen? Wir müssen farmen und ansonsten würde ich sagen, wir sind ja eh so gut wie durch. Da werde ich nicht mehr viele Parts machen. Versuchen wir hier schnell mal drei Sterndal. Das kann ja auch nicht schaden. Schönes Heal da in der Mitte. Und durchgerascht wird zu den Bogenschützen. Mal schauen, vielleicht kriegen wir drei Sterne. Ich glaube zwar eher weniger, aber man kann es ja versuchen, Leute. Man kann es ja versuchen. Oh, sieht dann nicht mal so schlecht aus. Jawohl, haben wir drei Sterne. Dann kriegen wir schnell noch ein bisschen Moos. Versuchen wir das noch auf drei Sterne. So, schön die Fallen dahin. Jawohl, dass die gleich mal Damage kriegen. So, aber ich werde mal aufhalten hier. Zumindest ganz kurz. Zack, schönes Heal reinkaut. Und er kämpft sich vor. Er geht zwar down, aber er zieht viel Feuer auf sich. Und unten wird durchgerascht. Jetzt ist in der Mitte nur ein bisschen Problem. Oben wird es ein bisschen stressig noch, aber sonst läuft es. Ja, oben ist das Problem gerade. Ansonsten hätten wir es sogar geschafft. Gut, das heißt, jo, wir müssen hier ein bisschen länger nur aufhalten, aber dann können wir hier sogar drei Sterne haben. Ich denke, das ist machbar. Wenn wir die Fallen mal nach oben, dann bringt das mehr. So, dann locken wir die da sogar wieder zurück. Nach oben. Oh, die ignorieren den. Sehr schön, der kann auf die Bogenschützen da ein bisschen gehen. Das ist natürlich super. So, oben haben wir allerdings ein bisschen ein Problem, so wie das ausschaut. Wieso ist oben jetzt so ein Problem, Leute? Da oben gehen wir volle Wäsche drauf. Was ein extrem schlechter Zelt. Habe ich keine Nahkämpfer oben oder wo ist das Problem? Das muss man jetzt anschauen. Das gibt's in 40 Sekunden. Was ist das für ein Schrott? Das ist ein purer Schrott, Leute. Wo ist denn das Problem da oben? Hab doch Nahkämpfer. Wo sind denn die alle hingegangen? Sag mal, das gibt's doch gar nicht, Leute. Das war jetzt eine Verarsche, oder was? Das will ich jetzt nochmal sehen. Was soll denn der Scheiß? Das war eine komische Sache. Jetzt hauen wir das hier hin. So, die Bogenschützen, da lenken wir direkt ab. Ja, oben ist es ein bisschen stressig, aber ich verstehe, die gehen alle in die Mitte. Das ist das Problem. Und oben ist dann gar keiner. Das ist natürlich schlecht. Ja, so schafft man es nicht. Aber egal, wir farmen einfach gemütlich. Scheiß auf die drei Sterne, Leute. Das ist mir zu blöde. Wir farmen hier uns einen runter einfach und das reicht ja. Ne?
So. Zack. Die drehen schön wieder rum. Zumindest ganz kurz. Das reicht ja schon. Das Heal da reinkaut. Oben kommen auch noch Nahkämpfer. Ein bisschen langsam sind diese Nahkämpfer da oben. Na gut, die unten sind auch nicht viel schneller. Ja, aber so können wir schön Geld farmen. Was haben wir hier? Hier können wir nur 3 Sterne wieder machen. Schön Geld farmen. So, das Heal ist auch ready. Zack, reinkaut. Das war ein echt geiles Heal. Das hat viel gebracht. So, dann schlachten wir die Schweine ab. 22 Sekunden, absoluter Weltrekord. Da können wir jetzt gutes Geld immer verdienen. 1900. Gibt es da nirgends mehr? Warte mal, hier kriege ich 3,8. Und hier? Da kriege ich ja hier noch mehr. Da machen wir das natürlich. Es geht ja nur ums Geld farmen. So, ihr könnt gleich wieder umdrehen hier. Perfekt. Schönes Heal da rein. So, der Boss da in der Mitte sollte langsam mal weg. Ist weg. Nice one. Die gehen schon auf die Bogenschützen jetzt. Jetzt macht sie alle die Schweine. Oh, das wird lange dauern. Also da sind nur 2 Sterne drin, aber das ist ja okay. Die 2 Sterne haben wir. Da wird jetzt durchgerascht. Die kriegen jetzt einen Arsch offen da und. Jo, nice one. Wenn man die Geschwindigkeit absieht, kriege ich aber trotzdem hier mehr Geld. Das Problem ist nur... Ja gut, 3 Sterne bringt man sowieso mehr. So. Könnt ihr gleich wieder umdrehen hier. Ja, wie die weit nach hinten laufen, geile Sache. Das rentiert sie natürlich. Da sind die Nahkämpfer dann vorne. Zack, boom, bang geht's und weg sind sie. So, mal Heal reinkaut. Gehen mit Full Life da Richtung Bogenschützen und weg sind sie. So, das machen wir jetzt noch ein paar Mal. Einfach nur, um Geld zu kassieren. Was anderes fällt mir da leider nicht ein. Wir müssen farmen, sonst schaffen wir die Level nicht da hinten. Schönes Heal reingeklatscht. Wunderbar. Die Schwert-Orks da, die kriegen ziemlich auf die Fresse. Wir werden Leben-Damage und so von unseren Soldaten raufsetzen. Das ist, glaube ich, das Beste, was wir machen können. Aber jetzt habe ich das Heal gar nicht benutzt. Das brauchen wir gar nicht hier. Das geht auch so. Wie gesagt, wir farmen hier nur ein bisschen. So, Heal mal reinkaut. Wunderbar. So 5-8 Mal noch. Das ist ein bisschen fad, ich weiß, Leute, aber wir brauchen das Gefarme. Weil ich brauche Geld, dass ich die upgraden kann, ansonsten schaffe ich die nächste Mission nicht. Das ist ganz einfach. Immerhin 2000 pro Runde kriegen wir. Das ist jetzt nicht das Schlechteste der Welt. Das Problem ist nur, 2000 kostet mir eine Upgrade schon. Ne? Also viel geht sich da eigentlich gar nicht aus. Aber es dauert nur 24 Sekunden ein Kampf. Das ist sozusagen wie ein Quickie. So. Wenn wir die da oben einmal segieren, machen die sogar Damage hier bei denen. Schön aufgehalten, die Scheiße.
Und weg ist das Gesindel. Nice one. So. Problem ist eben, wenn die mit den Bäumen kommen, weil die halten wirklich verdammt viel aus. So, der Dicke ist wieder weg. Ah, es geht schon zackig. Schönes Gefarme. Es wird eine Folge farmen werden. Es geht leider nicht anders. Wie gesagt, wir brauchen die Kohle. Sonst kann ich hier gar nicht mehr weitermachen. Also in dieser Folge werdet ihr leider nicht so viel Action erleben. Schönes Healer wieder reingepfeffert. So, da. Nochmal Heal. So, ein paar Mal machen wir es noch und dann probieren wir mal ein bisschen upgraden wieder. Gutes Geld haben wir ja schon. Jetzt kriege ich mal 6 Geld oder wie geht das? Ich kann doch nicht schon 30.000 haben. Das ist auch ein bisschen komisch hier. 36 oder was ich da hatte. So oft haben wir das doch auch noch nicht gewonnen. Dann kriege ich irgendwas, was Geld bringt, offensichtlich. Jetzt haben wir 38.000. Entweder kriege ich hier mehr Geld oder keine Ahnung. Aber so oft haben wir das doch noch nicht gespielt, sodass ich hier jetzt auf einmal so viel Geld kriege. Das ist ein bisschen komisch. Das irritiert mich gerade selber. So, jetzt müssen wir 40 haben. Ja, ne, stimmt anscheinend so. Keine Ahnung, hier kriege ich nur was. Dann kriegen wir was. Das war's. Da holen wir uns auch nur Kohle. Dann haben wir fast 80.000 oder so. Da kann ich dann ein bisschen upgraden. Sodass wir die 4 Bäume auch jetzt endlich mal schaffen. Ne? Die sind ja echt dreckig, diese blöden Bäume. So, wir müssen auch unsere Nahkämpfer ein bisschen auf Ausweichen trainieren, weil die Pfeile machen die immer so platt.
Rüstung haben sie ja genug, aber die Rüstung ist jetzt nicht so das Problem. Ich nehme immer Panzerung, aber ich glaube, das ist ein bisschen verkehrt. Ich brauche eher Ausweichen im Moment, ne? So. Oh, das sind die Bäume. Habe ich jetzt sogar die verkehrte Map genommen. Werden wir natürlich nicht schaffen. Aber okay. Der haut da von hinten drauf, der gehört zu uns. Finde ich lustig, dass die den nicht beachten hier. Aber wird uns leider trotzdem nichts helfen. Diese Bäume brauchen einfach noch zu viel. So viel Leben. Und da wir uns immer auf die Bäume konzentrieren müssen und niemand auf die Bogenschützen schießt, weil die hinten stehen, ist natürlich klar, ne? Ein Baum ist weg, aber das war's dann, ne? So schlecht ist es nicht mehr gelaufen hier, ne? Aber trotzdem, wir müssen upgraden. So schlecht ist es diesmal gar nicht gelaufen hier. Finde ich lustig. Das hätte wirklich schlimmer sein können. So. Machen wir noch ein paar Upgrades, bis X8 da steht. Und dann nehmen wir so viel Geld, dann müsst ihr 100.000 zusammenkriegen. Und mit dem 100.000 gehen wir dann so megamäßig upgraden, dass wir die wirklich schaffen. Das muss doch schaffbar sein, Leute. Die leveln natürlich auch hier, ne? Also das bringt schon was neben Geld noch. Gegenstände natürlich kriegen wir auch sowieso, das ist klar. Ne? So, was wollte ich schauen? Schauen wir mal da kurz rein. Ob man, ja, 10 Pots habe ich, 10 Heal Pots. Nehmen wir den, der was am wenigsten hat. 18, Level 18 sehe ich hier. Sonst nur irgendeiner, der was wenig hat. Nee, Level 18 ist das kleinste, den schnappen wir uns, das bist du. Kriegt nochmal 10 Pots, dann ist er zumindest 19. So. Gut. Das Upgraden machen wir nachher. Wie gesagt, ich will hier mal X8 haben. Da müssen wir aber noch ein bisschen farmen. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss.